Sie hören nun einen Podcast von Urs Weidt zum Thema Heilung. Die Tonspur ist leider ein bisschen übersteuert. Wir bitten, das zu entschuldigen. Also. Wir versuchen nun einmal auf eine ganz einfache Art und Weise den Menschen anzuschauen. Der Mensch besteht nicht nur aus Materie. Das ist natürlich für einen Materialisten eine schwer anzunehmende Wahrheit. Aber wenn man jetzt einem Materialisten einmal sagen würde, schau, hier steht ein Mensch. Nun nehme ich diesem Menschen etwas ganz Wesentliches weg, nämlich etwas, was man Leben nennt. Ich schaue also auf eine Ebene, die quasi über der Materie steht, die man Leben nennen könnte, und nun nehme ich ihm diese Ebene weg. Ich nehme ihm die Ebene des Lebens weg. Ja? Dann liegt er nämlich bald horizontal und löst sich auf in minimalste Bestandteile. Die Materie löst sich auf. Es ist eine ganz einfache Wahrheit. Das kann eigentlich jeder zu jeder Zeit nachvollziehen und jeder kann zu jeder Zeit das auch nachprüfen. Also muss eigentlich aus der Beobachtung heraus jeder Materialist einsehen, dass es eine Ebene über der Materie geben muss und dass nicht alle Bereiche, sagen wir mal, der Natur, diese Ebene haben, aber doch die meisten. Der einzige Bereich, der diese Ebene nicht hat, das sind die Gesteine, die Steine, die Mineralien. Die Mineralien haben diese Ebene des Lebens nicht. Aber schon die Pflanzen haben diese Ebene. Und wenn ich ihnen den Garaus mache, indem ich sie abschneide, dann wird das Leben sie verlassen. Und wir können es sehen, indem die Pflanzen verwelken. Das sind ganz einfache, beobachtbare Tatsachen, die wir einsehen können, die wir jederzeit einsehen können, die wir jederzeit nachvollziehen können. Deshalb ist Materialismus etwas völlig Absurdes. Und dennoch basiert eigentlich die gesamte Pharmaindustrie, die pharmazeutische Industrie, darauf anzunehmen, dass wir Menschen materielle Wesen seien, dass die ganze Natur eigentlich nur aus Materie besteht und aus nichts anderem als aus Materie. Das ist im Grunde genommen die Annahme, die solche Forschung für sich zugrunde legt. Es wird nur im materiellen Bereich geforscht. Das aber, wenn man eben den Menschen anschaut, die Tiere anschaut, die Pflanzen anschaut, über diese Materie so etwas existiert wie Leben, das wird zwar irgendwie, natürlich wird dir so ein Forscher sagen, ja, okay, aber das genügt nicht. Man kann nicht einfach sagen, ja, okay, sondern immerhin das ja, okay ist eine Tatsache, der wir uns stellen müssen, insofern, dass wenn man ihm eine Kugel in den Bauch schießen würde, dann würde er nicht mehr sagen, ja, okay, wir brauchen das schon auch.
Nein, das ist sozusagen das tragende Fundament für die materielle Ebene, zumindest bei Pflanzen, Tieren und Menschen, ist dieses Leben. Okay? Also wir haben nicht als sekundäre Ebene sozusagen eine Lebensebene, sondern als primäre Ebene haben wir das Leben. Das Leben steht über der Materie. Denn würden wir es vernichten, dann würde die Materie absterben. Wenn nun die pharmazeutische Industrie meint, sie könne, indem sie in der Materie forscht, das Leben ergreifen, dann würde sie sich in einem ganz gewaltigen Irrtum befinden. Ganz abgesehen davon, dass das die Pharmaindustrie oder die Forscher dort ganz bestimmt nicht meinen, weil sie ja gar nicht an so etwas glauben, muss man konstatieren, dass sie auch nicht im geringsten die Absicht haben, in dieser höheren, sage ich jetzt mal, lebendigen Ebene zu forschen. Ja? Sie würden nicht einmal einer Mücke Leben einhauchen können. Sie könnten die Mücken zwar vielleicht so gestalten, dass sie mittels Chips und technischen Apparaten fliegen könnte, aber Leben ist ja was anderes, als einfach nur fliegen können. Ja, ein Lebewesen ist mehr als ein technisches Produkt. Und dass hinter dem Leben nicht irgendwie Technik steht, das müsste eigentlich auch schnell einleuchtend sein. Also kann man konstatieren, die Pharmaindustrie mit ihren Produkten kann Menschen, Pflanzen, Tiere nicht heilen. Nie. Niemals kann man mit materiellen Produkten, die man auf biochemischer oder materieller, technokratischer Ebene erforscht, zusammengebaut hat, irgendetwas bewirken, was man Heilung nennt. Das müssen wir erst einmal komplett verinnerlichen. Das ist quasi unser Standbein. Dass es noch mehr Ebenen gibt bei Menschen, müssen wir vorerst überhaupt nicht berücksichtigen. Denn schon hier ist eigentlich eine Grenze gegeben. Die Grenze ist zwischen Materie und Leben gegeben. Und diese Grenze wird von der pharmazeutischen Industrie nicht überschritten. Sie kann nicht überschritten werden. Weil die Forschungsart eine materielle ist. Deshalb ist es eigentlich auch ziemlich tragisch, dass man in der heutigen Zeit meint, mit solchen Produkten könne man irgendetwas, so etwas wie Heilung bewirken. Egal wo, egal wo. Es kann sein, dass man gewisse biochemische Mechanismen erkennt, aber immer nur auf der materiellen Ebene, immer nur auf der Ebene, wie wir sie erforschen können, materiell. Wie das Leben damit verbunden ist und zusammenhängt, das wissen wir als materielle Forscher nicht. So ist es eigentlich dann klar, dass wir nicht zu einer heilenden Handlung kommen können, wenn wir nur auf der materiellen Ebene forschen. Dazu müssten wir mindestens noch die lebendige, die Lebensebene sozusagen mit einbeziehen. Das ist das Allermindeste, was wir tun müssen, könnten, wenn wir Forschung in diesem Gebiet betreiben wollen, dass wir sagen, wir können etwas oder jemanden heilen. Das sind so eigentlich Grundannahmen, die man, als wenn man nur ein bisschen schon über das Materielle hinaus sieht, ich will jetzt noch gar nicht von spirituellen Menschen reden, aber Menschen, die doch etwas ahnen, was und mit dem auch umgehen im Leben, also nicht nur einfach, ja klar, sagen, sondern die mit dem auch eine Verbindung haben und einen lebendigen Umgang haben.
die können schnell einsehen, dass es im Grunde genommen für eine materielle Forscherebene unmöglich ist, in den Bereich der Heilung bei Pflanzen, Tieren und Menschen einzugreifen. Das kappt natürlich die gesamte Pharmaindustrie. Das ist ein vernichtendes Urteil. Das ist ein vernichtendes Urteil. Es gibt natürlich Medikamente, sagen wir mal, die hergestellt werden. Zum Beispiel hat ja Hahnemann das probiert oder Rudolf Steiner hat eine solche Medizin initiiert, zusammen mit Dieter Bethmann. Daraus ist ja die Veleda zum Beispiel gewachsen, wo man versucht, Heilmittel herzustellen, die durch bestimmte Vorgänge und Prozesse in eine lebendige Ebene hineingeführt werden können, wo eben Prozesse und Vorgänge wichtig sind und nicht nur das rein Materielle, was sich in diesen Produkten befindet. Und die müssen korrespondieren mit organischen Funktionen. Ansonsten geht das ja nicht. Also muss man da eigentlich schon ziemlich viel Einsicht darin haben. Im Grunde genommen braucht es schon eine, so etwas wie eine Einweihung in dieser Lebensebene, um selbst solche Stoffe oder Produkte herstellen zu können, die diese Ebene mit einbeziehen. Ich kenne aber keine Pharmafirma, also jetzt so die üblichen Namen Novartis, Roche, GlaxoSmith, Johnson & Johnson und die ganzen Firmen, die jetzt diese Impfstoffe herstellen. Ich kenne Bayer, Pfizer und so weiter. Ich kenne keine Firma, auch nicht kleine, die versuchen wenigstens Grundsätze von dieser höheren Ebene, von dieser einen höheren Ebene mit einzubeziehen. Dass wir nun als Menschen natürlich nicht nur die physische, materielle Ebene in uns tragen und die lebendige darüber quasi oder darunter als Fundament, wie man will, sondern noch mehr Ebenen da sind. Das ließe sich eigentlich auch recht schnell erkennen, wenn wir ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen. Der Mensch hat Gefühle, auch ein Tier hat Gefühle, Emotionen. Und solche Gefühle und Emotionen sind durchaus auch imstande, Einfluss zu nehmen auf die Lebenskräfte, sage ich jetzt mal, die wiederum Einfluss nehmen auf die ihnen zugrunde liegenden materiellen Kräfte. Also so kommen wir eigentlich schon auf eine noch höhere Ebene, Einflussebene, die herunterwirkt, einerseits in die lebendige Ebene, in die Lebenskräfte und andererseits in die Materie. Und dabei wollen wir es jetzt mal als Einführung belassen. Okay, ich glaube, das ist auch der Grund, warum pharmazeutische Produkte und Medikamente sogenannte Nebenwirkungen haben. Die meisten haben Nebenwirkungen, die meisten haben minimale bis mittlere Nebenwirkungen. Das kann natürlich je nach Medikament unterschiedlich sein. Aber es ist schwierig, ein Medikament so zu finden und zu entwickeln, dass es auf jeden individuellen Menschen sozusagen eingestellt ist. Und dass man erstens natürlich die richtige Dosierung hat und zweitens auch die richtige Wirkung auf eine entsprechende Organtätigkeit zum Beispiel. Und wenn diese Wirkung nicht ganz genau übereinstimmt mit dem organischen Prozess, und hier sind wir schon wieder beim Begriff Prozess, denn im Lebendigen gibt es eigentlich immer nur Prozesse. Man kann nicht generelle Parameter zur Verfügung stellen für ein Medikament und das dann allen Menschen sozusagen injizieren, sondern jeder Mensch hat wieder ein anderes lebendiges Gesamtgefüge, ein anderes Organgefüge, andere Zusammenstellungen, andere Interaktionen zwischen Organen.
so dass man sagen müsste, man müsste jedes Medikament individuell an einen Menschen anpassen, damit er bei ihm seine optimale Wirkkraft hat. Je nachdem können dann halt auch starke Nebenwirkungen eintreten, nämlich dann, wenn der Körper überhaupt nicht gut reagiert auf ein Medikament. Ja? Weil Nebenwirkungen sind ja eigentlich nichts anderes als Abwehrkräfte eines Körpers, die sich dann einstellen, wenn irgendein Prozess in Unordnung gemacht, also in Unordnung gerät. Wenn also ein Medikament eingebracht oder initiiert wird und dieses Medikament nicht optimal eingestimmt ist auf die Organtätigkeit oder auf die Symptome, die jemand hat, dann kommt natürlich der Körper bekommt er ein Durcheinander und er muss versuchen, sozusagen das Gleichgewicht wiederherzustellen. Und um das Gleichgewicht herzustellen, muss der Körper quasi sein Immunsystem bemühen, welches dann mit entsprechenden Aktionen dem entgegenwirkt, was hier in Unordnung gebracht wird. Und was daraus resultiert, sind natürlich Symptome. Also da bekommt dann jemand Symptome. Husten oder Schwindel oder Übelkeit, Kopfschmerzen halt, oder Schüttelfrost, Fieber sogar, irgendwelche Symptome, die nichts anderes sind als Anzeichen dafür, dass das Immunsystem, da müsste man auch darauf zu sprechen kommen, was ein Immunsystem denn eigentlich ist und ob das auch rein materiell angesehen werden muss oder ob da nicht auch diese höhere Ebene, die Lebensebene mit hineinspielt und dann noch andere höhere Ebenen. Von denen wollen wir aber noch gar nicht reden. Also das Immunsystem reagiert und deshalb reagiert es, weil irgendetwas durcheinander gebracht wird im Körper. Ja? Wenn man keine Nebenwirkungen hat, dann kann man sagen, okay, der Körper hat etwas aufgenommen und es hat überhaupt keine Reaktion hervorgebracht, die jetzt negativ wäre. Könnte aber auch sein, dass es jetzt auch im heilenden Sinn, also im Wirksinn, keine Wirkung, also dass es auch keine Wirkung hatte. Ja, das ist klar, wenn wir Wasser trinken, dann nimmt der Körper das auf. Man kann nicht sagen, dass Wasser trinken keine Wirkung hat, aber je nachdem halt diese Medikamente werden ja durch biochemische Prozesse in Interaktion gebracht mit ganz bestimmten Symptomen oder mit ganz bestimmten eben, wie ich sagte, Organprozessen. Und das löst dann natürlich stärkere Reaktionen aus, so wie wenn wir vergiftetes Wasser trinken würden, dann würde der Körper auch darauf reagieren. Dann hätten wir auch sogenannte Nebenwirkungen auf das vergiftete Wasser. Ja? Das ist natürlich dann, man kann sagen, das ist dasselbe, wie wenn man ein Medikament nimmt, mit dem man Nebenwirkungen hat, also welches Nebenwirkungen verursacht. Ja? Es sind störende Prozesse im Körper und die muss der Körper wieder ausgleichen. Deshalb macht er Nebenwirkungen. So kann man auch sagen, dass der Körper generell, wenn er Symptome macht, kann man sagen, Symptome sind generell ein Heilungsprozess. Symptome sind immer ein Heilungsprozess. Wenn jemand krank wird, wenn jemand hustet, Schluckweh hat, Kopfweh, Übelkeit. Das sind Symptome. Dann ist er krank. Dann ist irgendetwas in ihm, was Unordnung in den Körper bringt. Ja, in der heutigen Zeit kann das nur das Coronavirus sein, aber es gibt durchaus auch noch andere Mechanismen, sage ich jetzt mal, oder Prozesse, wenn wir im Lebendigen bleiben wollen, die Krankheit verursachen können. Ja? Das kann letztlich ist es immer schwierig, genau herauszufinden, woher eine Krankheit kommt. Aber man kann sagen, Symptome sind immer schon eigentlich ein Heilungsprozess. Das heißt, man muss eigentlich dankbar sein,
dass man Symptome hat, dann kann man sagen, wir sind dem Körper dankbar, dass er jetzt am Heilen ist. Und das Heilen verursacht gewisse Schmerzen. Wir müssen das Leid ertragen. Es verursacht gewisse Schmerzen. Wir müssen das jetzt erdulden und hoffen, mit guten Gedanken, guten Gefühlen, hoffen, dass der Körper das selbst hinkriegt. Ja? Eigentlich ist ein guter Arzt nichts anderes als ein Beobachter, auch ein guter Therapeut. Dieser Aktivismus, dass man immer sofort irgendwelche Medikamente nimmt und interagiert mit dem Körper, ist eigentlich auch schon der Beweis dafür, dass man überhaupt keine Ahnung von dieser Ebene des Lebendigen hat. Man hat auch keine Begriffe, was Krankheit ist, weil wie gesagt, Krankheit ist Heilung. Das muss man ganz dick unterstreichen. Krankheit ist Heilung. Wenn jemand Symptome hat, dann heilt der Körper. Deshalb hat er Symptome. Und wenn an dieser Stelle, wo man Symptome hat, zum Beispiel in den Atemwegen, im Hals oder im Rachenraum, wenn jemand da Symptome hat, dann kann es natürlich sein, dass da eine gewisse Virenlast ist. Aber es gibt durchaus Menschen, Ärzte auch, die sich sehr mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben, die sagen, Viren sind eigentlich gar nicht die Verursacher der Krankheit, sondern Viren sind die Feuerwehrleute. Und genauso wenig, wie man sagen würde, man muss die Feuerwehrleute töten, damit man den Brand besiegt, genauso wenig kann man sagen, man muss die Viren töten, damit man die Krankheit besiegt. Also man muss sich einmal wirklich völlig im Klaren sein, dass diese generelle Theorie von der Ansteckung und von den bösen Killerviren durchaus einmal hinterfragt werden sollte und hinterfragt werden könnte. Also wir sind hier in einem Bereich, wo es schwierig ist, natürlich jetzt schon mit gewissen Menschen überhaupt zu reden, weil sie halt über Monate jetzt in dieser Corona-Krise ein Narrativ eingehämmert gekriegt haben. Aber im Grunde genommen ist es nicht erst Monate, sondern es ist eigentlich wahrscheinlich schon Jahre alt oder Jahrzehnte. Man hat sich mit diesen Theorien angefreundet. Und es ist natürlich besser, man verdient mit Viren Geld oder mit Killerviren, als dass man dann das Immunsystem stärkt oder dass der Arzt eben oder der Therapeut begleitend, beobachtend und eventuell dann halt auch einflussnehmend auf eine Krankheit einwirkt. Aber eben nur so viel, wie das Immunsystem braucht, um eine Krankheit zu bekämpfen. Genau welcher Arzt das war, ein Amerikaner, kalifornischer Arzt, der hat diese ganzen Sachen mit der Ansteckung auch untersucht und diese Ansteckungsmythen aufgedeckt. Und der sagt eigentlich, dass Viren im Grunde genommen nichts anderes sind als, ich glaube, das sind Exosome, jedenfalls Bestandteile, das ist eigentlich Zellmaterial, welches sich also in kleinsten Teilchen von der Zelle löst, um irgendwo Hilfe zu leisten, wenn eben Hilfe gefragt ist. Also so wie der Feuerwehrmann dann kommt oder die Feuerwehrmänner oder modern gesprochen die Feuerwehrmännerinnen, dass dann die kommen, wenn der Brand gelöscht werden muss. Die Krankheit ist im Grunde genommen der Brand. Und jetzt muss die Feuerwehr kommen und muss das löschen. Der heutige Aktivismus von Ärzten und auch Therapeuten besteht immer darin, dass man immer schnell Lösungen finden will, die von außen kommen. Statt den Körper zu beobachten, wie er das selber macht, wie eben seine Feuerwehrleute oder Männinnen die Lage bekämpfen, das Wort ist schlecht, ich will es nicht verwenden, aber mit der Lage umgehen. Und das Ganze wieder in ein Gleichgewicht bringen. Letztlich geht es immer darum, etwas wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Das ist für mich
wirklich möglich erzielen, wie sie verstanden haben.